Excel ohne Splash-Screen und ohne leere Arbeitsmappe starten. Möchten Sie, dass Microsoft Excel in Zukunft schneller startet? Wahrscheinlich. Dann folgen Sie doch einfach unserem kurzen Tipp. Wenn Sie Excel ausführen, wird ein sogenannter Splash-Screen geladen. Danach lädt Excel eine leere Arbeitsmappe. Das alles kostet Zeit, wertvolle Zeit. Deshalb sollten Sie das Laden des Splash-Screen und der leeren Arbeitsmappe unterbinden. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Excel-Icon. Im Kontextmenü wählen Sie die Option Eigenschaften. Im Registerblatt Verknüpfung hängen Sie in der Zielzeile nach dem letzten Anführungszeichen ein Leerzeichen an und fügen den Parameter /e hinzu. Damit der Eintrag auch gespeichert wird, klicken Sie auf OK. Führen Sie nun Excel erneut aus. Die Software startet ohne Splash Screen und deshalb deutlich schneller. Außerdem wird keine leere Arbeitsmappe geladen. Probieren Sie es doch selbst aus und starten Sie Excel schneller als zuvor.